Moin moin Leute, ich bin Danny und nun seit mehr als 7 Monaten auf Solo-Fahrradreise und in diesem Video werde ich einige Fragen von euch beantworten. Also Achtung, es wird extrem viel gelabert, aber auch ein bisschen gewandert, es gibt ein bisschen Natur zu sehen. Ja, und in diesem Teil 1 von 2 dieser Q&A-Session geht es um Themen wie zum Beispiel meine Vorgeschichte, einen Blick in die Zukunft, wie sich das Filmen so auf meine Reise auswirkt, was ich am meisten vermisse und vieles, vieles mehr. Let's go! Ja, erstmal danke, es sind richtig viele Fragen reingekommen und auch sehr viele interessante Fragen. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Natürlich wurden ein paar Fragen mehrfach gestellt. In diesem Fall werde ich sie natürlich nur einmal vorlesen. Vorab gleich mal die Info, wenn ihr euch nur für bestimmte Fragen interessiert, dann könnt ihr entweder in der Videobeschreibung gucken bei der Kapitelauswahl. Da könnt ihr dann zu den jeweiligen Fragen springen. Oder ihr geht mit der Maus unten auf diesen roten Balken, da seht ihr auch, welche Frage wo beantwortet wird. Ja, ich habe heute eigentlich einen Pausenschnitttag, werde jetzt aber eine kleine Wanderung einlegen. Ja, ursprünglich wollte ich einfach auf dem Berg hier oben das Q&A aufnehmen mit einem schönen Bildchen. Allerdings ist mir gerade noch die Idee gekommen, ist doch eigentlich ganz cool, wenn ich es einfach auf dem Weg schon aufnehme und euch ein bisschen mitnehme auf diese Wanderung. Ja, ich bin mit dem Fahrrad jetzt bis hier zu diesem Punkt gefahren und ab jetzt geht's zu Fuß weiter und da haben wir auch gleich schon die perfekte Überleitung zu Frage 1. Der Marv fragt nämlich, was machst du mit deinem Fahrrad und beziehungsweise deinem Kram, wenn du wandern oder einkaufen gehst oder ähnliches? Hast du nicht Angst, dass du zurück zum Fahrrad kommst und da hängt nur noch eine Fahne und ein Reifen? Also beim Wandern, ja, da ist es ja so, ich starte ja meine Wanderungen nicht irgendwie von der Großstadt aus einem dunklen Viertel, sondern ja, ich bin meistens am Arsch der Welt, so wie hier gerade auch. Hier ist nichts, hier sind nur ein paar Schafe in der Ferne. Ansonsten kommt hier kein Schwein vorbei. Dementsprechend habe ich jetzt mein Fahrrad einfach hier an diesen Zaun abgesperrt mit Kettenschloss und Rahmenschloss. Und ja, ich glaube nicht, dass da irgendwer vorbeikommen wird, um irgendwas zu klauen. Beim Einkaufen ist die Sache natürlich schon ein bisschen spannender, weil da ja viel Traffic ist. Da mache ich es so, dass ich ja meine Lenkertasche vorne, die hat ein Schloss. Da habe ich erstmal alle wertvollen Sachen drin, wie die Kamera, die GoPro, das teure Objektiv und so weiter und so fort. Das kann ich easy absperren. Das Fahrrad wird natürlich auch abgesperrt. Dann versuche ich natürlich das Fahrrad immer möglichst nah an den Eingang zu stellen, wo eben viele Leute vorbeikommen und ja, einkaufen. Ich bin ja nie lange unterwegs. Ich gehe da schnell rein und raus. Und ja, da schätze ich die Wahrscheinlichkeit relativ gering ein, dass da irgendwer irgendwas klaut. Das Einzige, was mir bisher tatsächlich auf Tour geklaut wurde, ist die Sattelklemme einmal. Weil ich musste tatsächlich einmal an Weihnachten in Olhão in Portugal an der Algarve mein Fahrrad über Nacht lang draußen lassen, weil die Unterkunft, in der ich war, da konnte ich das Fahrrad leider nicht mit reinnehmen. Was ich eigentlich sonst immer mache, also ich nehme es immer mit ins Zimmer entweder oder in den Vorhof oder so, wenn ich es über Nacht irgendwo stehen lassen muss. Ja, da ging es leider nicht und ich musste das Fahrrad draußen lassen. Dementsprechend habe ich mir in der Stadt den öffentlichsten Platz gesucht, wo am meisten los war. Der war sogar videoüberwacht. Habe da mein Fahrrad doppelt abgesperrt. Alles abgemacht vom Fahrrad, was man abmachen kann. Also Sattel weg, Lichter weg, Handyhalterung weg. Alles weg, was man wirklich einfach abkriegt. Außer die Sattelklemme. Die fucking Sattelklemme, die 5 Euro kostet, die war am nächsten Tag einfach weg. Also, ich weiß nicht, die kann man eigentlich nur klauen, um mich abzufacken. Ich musste halt dann einen Tag lang mit einem tiefen Sattel fahren, bis ich eine neue Sattelklemme bekommen habe. Das war das Einzige, was mir bisher je auf dieser Tour geklaut wurde. Thorsten Toni fragt, würdest du auch im Trikot einer anderen Mannschaft fahren, wenn man es dir sponsort? Klare Antwort. Nein, natürlich nicht. Für kein Geld der Welt. Lebenslang grün-weiß, liebe Leute. Jo Leute, hier aus dem Schnitt. Leider gab es ein Problem mit dem folgenden Clip, wo ich ja die nächsten Fragen beantwortet habe. Die GoPro hat es irgendwie nicht aufgezeichnet, also irgendwie doch, aber jedenfalls der Clip am Arsch. Grüße gehen raus an dieser Stelle an GoPro. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber scheiß drauf. Dann erzähle ich das jetzt hier nochmal nach. Ich bin auf jeden Fall gut drauf, weil Bremen gerade gewonnen hat. 3:2 gegen den HSV. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey. Und jetzt seht ihr auch mal mein Hostelzimmer hier, wo ich das super Q&A zusammenschneide.
Ja, nicht so wirklich spektakulär. Jedenfalls ging es um meine Vorgeschichte. Viele Leute haben mich gefragt, zum Beispiel Outerwoman 74, was hast du beruflich vor deiner Reise gemacht? Oder Bonesaw, gab es für dich außer Bock drauf noch einen Auslöser für die Reise? Also, holen wir mal ganz weit aus. Ich habe mich schon immer für Schnitt interessiert und für Film und für Video und so. Hab da ganz entspannt mein Abi gemacht, bis ich 18 war. Dann in einem Jahr berufsorientierend Praktika gemacht. Gemerkt, dass es mir taugt, ja, und dass ich da tiefer reingehen will in diesem Bereich. Und ja, hab mich dann für Ausbildungen beworben, weil Studium keine Option war. Ich hasse theoretisches Lernen, ich hasse Prüfungen. Ich will immer was machen und praktisch rangehen, deswegen null Bock auf Studium gehabt, auch wenn es gegangen wäre. Ja, Ausbildung war die einzige Option für mich. Habe mich dann beworben bei so ein paar Firmen. Letztendlich bin ich beim Bayerischen Rundfunk tatsächlich gelandet und habe dort über 3 Jahre eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht und dabei schon ein bisschen was gelernt. Vor allem das Technische, weniger inhaltlich. Und eben nach diesen 3 Jahren Ausbildung war ich dann noch für 2 Jahre befristet bei Puls eingestellt, bei Puls Reportage und Das schaffst du nie, das sind 2 YouTube-Formate, kennt vielleicht der ein oder andere hier. Da war ich in der Postproduktion eben am Start als Mediengestalter und ja, hab mich da sehr, sehr wohl gefühlt, bis zu einem gewissen Punkt, bis die ganze Corona-Scheiße losging. Dann ist nämlich ja Homeoffice immer aktueller geworden und ja, ich muss euch sagen, ich bin ein Mensch, mir ist es in der Arbeit sehr, sehr wichtig, so ein festes Team zu haben und ja, mit den Leuten auch in gewisser Art und Weise befreundet zu sein. Man versteht sich einfach gut, man trifft sich nach der Arbeit noch zum Bier trinken oder so. Man macht halt auch was neben der Arbeit zusammen. Das ist mir extrem wichtig. Das brauche ich einfach, damit ich gerne in die Arbeit gehe. Das ist mir teilweise sogar noch wichtiger als das, was ich eigentlich mache in der Arbeit. Und ja, durch die ganze Homeoffice-Geschichte, ja, war das dann plötzlich weg, ne? Weil im Betrieb war nichts mehr los. Es durfte irgendwie keiner mehr reinkommen. Außer wir Techniker, weil wir waren angewiesen auf die Infrastruktur. Dennoch, ja, ging es dann los, dass mir der Job immer weniger Spaß gemacht hat, weil mir halt das Soziale komplett gefehlt hat. Und ja, ich hatte jeden Tag einfach weniger Bock drauf. Ja, und dann gab es eben den Winter von 2020 auf 21. Da ging es mir dann eben richtig, richtig schlecht. Also, puh, das war eine ziemlich harte Zeit. Ja, auch mit leichten Depressionen und so. Es war wirklich überhaupt nicht geil und das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, und jetzt gehen wir wieder zurück in die Wanderung. Ich muss irgendwas ändern. Und ja, ich hatte schon immer so länger den Plan, ich wollte nie lange in München bleiben, nur so ein bisschen Geld noch verdienen und so weiter und so fort. Langfristig wollte ich eigentlich schon immer auswandern aus Deutschland, weil ich mich da nicht so wohl fühle. Ja, und das Ziel war eigentlich immer Norwegen. Allerdings ist mir dann auch irgendwie klar geworden, bis auf Norwegen, Schweden, Dänemark, habe ich von der Welt eigentlich noch kaum was gesehen. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen, yo, bevor ich dann langfristig auswandere, muss ich mir eigentlich noch den Rest der Welt anschauen, um zu gucken, ob ich dann immer noch nach Norwegen will. Ich meine, ich bin noch jung, ich habe noch genug Zeit, mich langfristig irgendwo niederzusetzen. Und ja, dann dachte ich mir, ich habe schon so ein paar kleinere Radreisen gemacht. Die Norwegen-Videos kennt ihr ja und vorher war ich auch mal 2-3 Wochen in Schweden unterwegs und so. So kleinere Sachen halt. Das hat mir schon immer extrem Bock gemacht. Auf der Norwegen-Reise hatte ich vor allem nach diesen 5 Wochen das Gefühl, yo, ich habe eigentlich noch Bock, ich will noch gar nicht zurückfahren. Wie geil wäre es eigentlich, so eine Reise zu machen, wo man kein Zeitlimit hat, wo man einfach so lang fahren kann, wie man will, bis man keinen Bock mehr hat. Und ja, das ist mir da dann wieder eingefallen, warum mache ich das eigentlich nicht jetzt? Zieht euch rein, übrigens geile Aussicht hier. Ins flache Hochland. Nice. Ja, und dann habe ich relativ kurzfristig tatsächlich beschlossen, dass ich meinen Vertrag nicht weiter verlängern will, weil der ist eben ausgelaufen nach 2 Jahren. Also das, was ich gekündigt habe, was in der Beschreibung steht, das ist, ja, es stimmt nicht so ganz. Der Vertrag ist eben ausgelaufen, aber ich hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, noch länger beim BR zu bleiben, sogar Festanstellung. Da waren schon die Angebote da, aber ich habe gesagt, nee, ich bin raus, Leute. Ich ziehe jetzt durch. Und ja, das war relativ spontan eigentlich. Also, dass ich diese Radreise Unlimited mache, wusste ich vielleicht erst so, ja, 1-2 Monate vorher. Also, ja, ich hatte gar nicht viel Zeit für Vorbereitungen. Ich hatte tatsächlich nicht mal ein Fahrrad, weil mein altes Fahrrad, womit ich die Norwegen-Reise gemacht habe, wurde tatsächlich in dieser Zeitspanne am Bahnhof geklaut.
Aber Gott sei Dank hat sich mein Papa gerade ein neues Trekkingbike geholt und somit konnte ich sein altes Trekkingbike übernehmen. Vielen Dank nochmal da. Grüße raus an dich, Papa. Dann hat sich das mit dem Fahrrad schon mal geklärt. Ja, Ausrüstung hatte ich schon vieles von der Norwegen-Tour und den Schweden-Touren. Ich habe natürlich noch ein bisschen aufgestockt und so weiter. Aber ja, sonst Vorbereitungen. Puh. Wie gesagt, ich habe mir so eine grobe Route gemacht. Ich wollte ursprünglich erst in die Schweiz, weil ich da noch nie war, und dann direkt nach Schottland hoch über den Rhein-Radweg. Ich habe das alles richtig krass durchgeplant in so einer Excel-Tabelle, wie lange ich wie wohin brauche. Tatsächlich wusste ich nicht mal genau, an welchen Tag ich überhaupt losfahre. Also es war so, der Vertrag ist ausgelaufen. Und ja, ich hatte dann halt noch so ein Fenster von ein, zwei Wochen, wo ich mir dachte, da fahre ich irgendwann los. Aber ich hatte kein festes Datum. Ich dachte mir einfach, ich gucke einfach auf den Wetterbericht und fahre dann los, wenn ich Bock habe, wenn ich mich von allen verabschiedet habe. Ja, wenn ich mich bereit fühle. Und dann ging es los Richtung Schweiz. Und da fand ich es dann halt so geil, ihr habt es ja gesehen in den Videos, dass ich meinen ursprünglichen Plan mit Schottland komplett umgeworfen habe und mir gedacht habe, scheiß drauf, aber jetzt ohne Plan, aber jetzt einfach dahin, wo ich Bock habe. Svensson 5790 fragt noch, ob ich Schiss hatte und wie ich das Finanzielle geplant habe. Also Schiss, ja, hatte ich eigentlich nicht. Also vielleicht so ein bisschen, aber das war schnell weg. Ja, und das Finanzielle, es war so, ich habe mir eben über diese 5 Jahre, wo ich gearbeitet habe, beziehungsweise 3 Jahre Ausbildung und 2 Jahre richtige Arbeit, relativ viel Geld angespart, vor allem am Ende in den 2 Jahren, wo ich ja schon ein gutes Gehalt verdient habe und allerdings immer noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ja, weil es einfach irgendwie keinen Grund gab, sich in München ein WG-Zimmer zu suchen, wenn mir eh klar war, dass ich da nicht mehr so lange bleiben werde. Und ja, der Wohnungsmarkt in München ist halt echt beschissen und so konnte ich durchaus ziemlich viel Geld ansparen. Hab dann sogar hinten raus auch 6-Tage-Woche gearbeitet, kaum Urlaub gemacht, also wirklich richtig durchgezogen. Und hatte deswegen ein ziemlich stabiles Polster am Start und ein bisschen durchgerechnet, wie lange das Geld denn so ungefähr reichen würde, wenn ich jetzt losfahre. Und ja, es wäre so gut 1 Jahr auf jeden Fall gegangen, wahrscheinlich sogar mehr, je nachdem, wie ich halt gelebt hätte. Deswegen habe ich anfangs immer erstmal so gesagt, ja, ich mache mal so 1 Jahr vielleicht, aber ja, vielleicht auch kürzer, vielleicht auch länger. Ich wollte mich halt einfach nicht festlegen. Und ja, jetzt ist halt so, nach 7 Monaten on the road kann ich mir durchaus auch vorstellen, das Ganze viel länger durchzuziehen als 1 Jahr. Und durch eure finanzielle Unterstützung ergeben sich da halt jetzt eben auch ganz neue Möglichkeiten, dass ich das noch viel länger machen könnte. Das wusste ich natürlich vorher auch nicht, ne? Outdoorwoman fragt auch noch, wirst du nach der Reise wieder in den Job einsteigen? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht mal, wie lange die Reise noch geht. Können 2 Monate sein oder 20 Jahre. Und was ich danach mache, absolut kein Plan. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ich plane höchstens immer 2 Tage voraus. Es ist echt so, es kann alles passieren. Es kann sein, dass ich in einer Woche keinen Bock mehr habe und mir einen Job suche, zurück nach München komme. Es kann aber auch sein, dass ich noch 10 Jahre lang rum Fahrrad fahren werde. Ja, ich weiß nicht, was passiert. Ich will mir einfach alle Möglichkeiten offen lassen. Das ist für mich Freiheit. So, und jetzt geht es endgültig zurück in die Wanderung. Aber jetzt sind wieder alle Videofiles da. Viel Spaß. Weiter geht's mit den nächsten Fragen. Ich habe den Weg wieder gefunden. Ich war echt ja, so 50 Meter weg davon. Aber Wege sind ja auch langweilig. Einfach rein da. So, da ihr jetzt die Vorgeschichte kennt, also die Vergangenheit, können wir jetzt in die Zukunft gucken. Und zu diesem Punkt fragt heißt es, ne? Sag ich immer fragt? Ich weiß nicht. Master of Puppets fragt, wie lange hast du noch vor zu radeln, beziehungsweise willst du uns auch die ganze Zeit mit auf die Reise nehmen? Und was ist dein Ziel und wo möchtest du unbedingt hin? Sind alle Kontinente geplant? Schönen Gruß. Also, ja, wie gesagt, wie lange ich noch vorhabe zu radeln? So lange, wie ich Bock habe, gesund bin und das Geld dazu habe. Es gibt kein Limit. Deswegen heißt der Kanal auch Radreise Unlimited. Und ja, ob ich euch die ganze Zeit mitnehme, das kommt natürlich auch drauf an, ob ich weiterhin Bock drauf habe. Also ich bin ein Mensch, ich bin der Meinung, ich möchte nur das tun, wo ich wirklich Spaß dran habe. Und ja, natürlich, es kann sein, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe zu filmen und einfach so rumfahren will. Aktuell halte ich es für sehr unwahrscheinlich, da mir das Ganze jetzt auch finanzielle Unterstützung bringt
Und früher oder später muss ich ja auch die Kosten decken, wenn meine Ersparnisse aufgebraucht sind. Das ist schon mal ein Grund dafür. Aber ich würde auf keinen Fall Videos nur fürs Geld machen. Also ist mir echt wichtig, dass ich da einfach Bock drauf habe. Sollte irgendwann der Tag kommen, wo ich mir denke, ich verkaufe alle Kameras und fahre jetzt nur noch so rum, dann ist es so. Kann ich nicht garantieren, dass ich für immer weiter filmen werde. Aktuell sieht es danach aus. Ja, wo ist der scheiß Weg? Es gibt keinen Weg hier. Nee, ich verstehe die Welt nicht mehr. Hä? Ich bin einfach hier rein, Digga. Hä? Das GPS ist auch komplett lost. Ja, dementsprechend habe ich auch kein Zielland. Der Weg ist das Ziel, liebe Freunde. Und ob ich alle Kontinente bereisen will? Ja, why not? Keine Ahnung, kannst du euch nicht sagen. Kann ich euch echt nicht sagen. Und wo ich hinfahre, genauso wenig Ahnung. Das Einzige, wonach ich mich halt richte, ist wirklich das Klima. Also ich schaue, dass ich nicht im Winter jetzt in Nordskandinavien bin, weil ja, da schneit's und ist arschkalt. Klar, da kann man auch fahren. Man kann auch im Winter bei minus 20 Grad Touren machen. Aber ja, mach das mal über 2 Monate lang. Ich glaube, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Deswegen versuche ich immer, mich in Zonen aufzuhalten, wo es zwischen 0 und 20 Grad hat ungefähr. Klar gibt es Ausreißer. Mal hat es 30 Grad, mal hat es minus 5. Aber solange das nicht über einen längeren Zeitraum ist, lässt sich das echt sehr lange sehr gut durchziehen. Hartude Annes fragt noch, bist du ein Einzelgänger? Ja, auf jeden Fall bin ich ein sehr introvertierter Mensch, der nicht viel Social Life braucht. Ein bisschen braucht jeder, aber ich komme sehr gut, sehr lange alleine zurecht. Ich glaube, das ist auch relativ nützlich, wenn man so eine Solo-Radreise macht. Das war's komplett. Okay, ich sollte eventuell besser gucken, wo ich hintritt. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich komme sehr gut, sehr lange alleine zurecht. Aber freue mich natürlich auch über das ein oder andere Gespräch auf Reisen. Was aber bei mir deutlich seltener vorkommt als bei zu extrovertierten Menschen. Weil es mir relativ schwer fällt, auf Leute zuzugehen und ein Gespräch aufzubauen. Noch schwerer, wenn ich nicht mal die Sprache spreche. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn die Leute auf mich zukommen. Das ist auch ein Grund dafür, warum ihr so wenig Menschenkontakt seht in meinen Videos. Weil es erstens gar nicht mal so viel gibt. Und zweitens, wenn mal eine Konversation zustande kommt, dann bin ich damit beschäftigt, ein sinnvolles Gespräch zu führen. Und habe keinen Nerv dafür, die Kamera auszupacken. Und will den Leuten auch nicht auf den Sack gehen. Deswegen gibt es das bei mir selten bis gar nicht zu sehen. Und das wird leider auch erstmal so bleiben. Ich weiß, dass es interessant wäre, auch mal die Menschen zu filmen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Da müsst ihr leider Gottes auf anderen Kanälen gucken, die das öfter machen. Hier schon steil hoch hier, Leute. Echt, ne? Laura fragt, ab diesem Herbst plane ich ebenfalls für längere Zeit in Europa zu reisen. Sehr geil, mach das auf jeden Fall. Dann würde es mich sehr interessieren, welche Auslandskrankenversicherung du hast. Ja, die ist schnell beantwortet, die Frage. Ich bin bei der Techniker Krankenkasse grundversichert und die Auslandskrankenversicherung läuft über Envivas. Das ist so ein Partner von denen. Kann ich aber nicht empfehlen, weil die erstens nur auf ein Jahr begrenzt ist und danach kann man es wohl nicht mehr verlängern. Deswegen muss ich mir eh eine andere suchen. Und zweitens, ja, ich hatte ja einen Fall, wo ich angewiesen war auf die Versicherung mit der Fleischwunde im Knöchel, wo ich es nähen lassen musste. Das hat so 230 Euro gekostet. Und ja, ich habe das alles eingereicht. Aber es war irgendwie richtig kompliziert. Die ganze Zeit meinten sie, es fehlt noch irgendwas. Und bla bla bla, es war echt ein ewiges Hin und Her. Ich musste da dreimal anrufen oder so. Die waren zwar echt freundlich. Ja, es hat, keine Ahnung, 1,5 Monate gedauert, bis ich das Geld dann endlich hatte. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eine gute Auslandsversicherung kennt, die auch länger als ein Jahr geht. Das werde ich nämlich früher oder später brauchen. Danke. Pferdefrau unterwegs fragt, wenn du so gerne Berge fährst, wären da nicht auch Bulgarien, Rumänien, Türkei und Kaukasus etwas für dich? Ja, 100% sehe ich mich da auch. Aber wie gesagt, ich mache keine festen Pläne.
früher oder später werde ich höchstwahrscheinlich auch dahin fahren. Noher von den Hallodries, Grüße gehen raus, fragt, hast du da manchmal Frauenbesuch im Zelt? Das lässt sich leicht und schnell beantworten. Schön wär's. So Leute, sind gleich am Gipfel und der Tommy fragt, was fehlt dir am meisten auf der Reise, was vermisst du? Ein Friseur kann es ja wohl nicht sein. Grüße gehen raus. Ja, das haben auch mehrere Leute gefragt, was ich am meisten vermisse. Boah, zieht euch das rein hier. Natürlich, klar, Freunde und Familie an erster Stelle. Dann, was ich auch vermisse, Augustiner, deutsches Bier, mein Fully Mountainbike, was ich mir ja so ein halbes Jahr, bevor ich losgefahren bin, gekauft habe. So richtig geiles Cube Stereo Fully für 2.500 €. Ja, das habe ich mir im Winter geholt, weil man nicht Skifahren konnte wegen Corona, Morona. Und dann dachte ich mir, ja, dann werde ich jetzt halt Mountainbiken. Und das fand ich übelst geil, immer da in den Bergen die Trails runter zu heizen. Und ja, es ist mir richtig lieb geworden, das Mountainbiken. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich ja ein halbes Jahr später auf unbestimmte Zeit eine Europa-Fahrradreise mache oder eine Weltreise. Ja, und jetzt steht das Rad halt seitdem bei mir daheim in Karlsfeld in der Garage, ungenutzt. Und das tut mir richtig weh, weil ja, gerade wenn ich so mit viel Gepäck rumfahre über die krankesten Trails, oh, was würde ich tun, damit ich da jetzt mit meinem Fully runterballern könnte. Und ansonsten, ja, tatsächlich vermisse ich ein bisschen so die bayerischen Alpen, den Alpenflair halt, das Essen, Schweinsbraten, das gute Bier. Oh, wenn ich da dran denke, einfach mal in so eine geile Almhütte reingehen, so eine urige Hütte und da so, oh, Käsespätzle mit einem Almdudler oder so. Also das, ja, vermisse ich schon auch ein bisschen. Aber sonst, sonst echt nicht viel, Leute. Das war's eigentlich. Sonst geht's mir sehr, sehr gut. Ja, und zu der Sache mit dem Friseur. So diese ja, Friseur vermisse ich nicht. Ich lasse wachsen bis zum Ende. Also das ist zumindest der Plan. Oder irgendwann, wenn ich ja genug Haare habe, dann würde ich die Haare spenden. Mal schauen. Aber dazu müssen sie, glaube ich, noch deutlich länger werden. Ja, bis dahin im Sommer, wenn es halt warm wird. Ich weiß nicht. Aktuell stört es mich noch nicht. Ich finde es geil, ein bisschen wie so ein Buschmensch auszugucken. So richtig ungepflegt. Wie so ein Waldmensch. Fühle ich aktuell noch, aber ja, ihr wisst ja, ich mache keine langfristigen Pläne. Kann auch sein, dass ich sie mir morgen abschneide. Aber im Moment finde ich es geil. Dann fragt Hauke Jürgensen, ich finde mega gut, dass du immer wild campst. Glaubst du, das wird in der Hauptsaison schwerer bezüglich Kontrollen? Und wurdest du schon mal erwischt? Hast du mal Strafe zahlen müssen? Geh weiterhin gute Fahrt. Vielen Dank dir für die interessante Frage. Ich denke, ja, in der Hauptsaison ist vieles schwieriger, weil halt einfach viel mehr los ist und die Leute tendenziell schneller abgefuckt sind davon, wenn Leute irgendwo Wildzelten. Aber ich denke nicht, dass es unmöglich ist. Das Wildzelten ist auch so eine Sache für sich. Da habe ich tatsächlich noch ein ganz eigenes Video geplant, so Tipps und Tricks zum Wildzelten. Ja, da könnte ich nämlich auch ewig drüber reden. Erwischt wurde ich noch nie, nee. Und es hat auch noch nie irgendwer Stress gemacht. Ich wurde schon öfter gesehen und angesprochen. Aber bisher waren es immer freundliche Menschen, die sich eher dafür interessiert haben, was ich da mache. Oder halt sich einfach einen Scheiß gejuckt haben, aber ja, gestört hat es noch nie irgendwen. Du musst halt ein paar Sachen beachten, damit es gut läuft. Und ja, diese Sachen kommen dann im Wildcamping-Video. Geduldet euch noch ein bisschen. Eine richtig, richtig geile Frage von Neue Wege. Wie denkst du, würde sich deine Reise vom Gesamterlebnis her unterscheiden, wenn du nicht für YouTube filmen würdest? Sprich, was empfindest du als positiven, negativen Effekt, deine Tour zu filmen und mit der Öffentlichkeit zu teilen, abseits vom finanziellen Vorteil? Geile Frage, da habe ich mir auch schon oft drüber Gedanken gemacht. Positiv, wenn ich nicht filmen würde, wäre auf jeden Fall, dass ich viel schneller vorankommen würde. Ich könnte viel mehr ballern und
müsste viel weniger Schnittpausen, Strompausen und so weiter machen. Hätte natürlich auch deutlich weniger Gewicht, weil ich den ganzen Kameraschlons daheim lassen könnte. Das sind locker 7, 8 Kilo oder so, was ich nur an Elektronik dabei habe. Ja, ich hätte auch nicht diesen Zwang, alles filmen zu müssen, wenn mal irgendwie ein kranker Sonnenuntergang ist oder so. Das ist schon auch manchmal belastend. Ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen, mit diesem Foto- oder Filmzwang in besonders Special Moments, die nur wenige Minuten anhalten. Da muss man so eine goldene Mitte finden. Ja, oft mache ich auch einfach komplette Tage, wo ich gar nicht drehe. Das brauche ich auch manchmal. Man muss echt, ja, einfach einen Ausgleich finden. Und mittlerweile funktioniert es ganz gut. Die negativen Effekte wären natürlich, ja, ich habe natürlich Bock auf den ganzen Scheiß, sonst würde ich es ja nicht machen. Und ja, es macht mir halt einfach Spaß, das zu dokumentieren. Und es ist halt auch ein super schönes Andenken, auch für mich persönlich. Wenn ich mir die Videos in 10, 20 Jahren angucke, dann ist es bestimmt cool. Das ist ja ein Ding für die Ewigkeit. Oder auch die ganzen Fotos. Es ist halt schön, die ganzen Erinnerungen festzuhalten. Also klar, man hat die Erinnerungen natürlich im Kopf gespeichert, die besten Momente. Aber ja, bestes Beispiel, wenn ich Videos schneide, viele Momente entdecke ich dann erst wieder im Schnitt, die ich schon wieder vergessen habe, weil ich so viel erlebe jeden Tag. Man kann das gar nicht alles abspeichern, das ist ja klar. Und ja, im Schnitt erlebe ich das dann alles noch ein zweites Mal und das ist dann richtig geil. Und dann habe ich das gesaved für die Ewigkeit. Das ist halt natürlich schon nice an der ganzen Sache. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, dass ich mit den Videos andere Leute inspirieren kann, vielleicht auch etwas Ähnliches zu tun und etwas zu schrauben an seinem Leben, wenn man unzufrieden ist. Es freut mich tierisch, wenn mir mal Leute schreiben, boah, geile Videos. Klar, freut mich sehr, aber was mich noch viel mehr freut, wenn mir irgendjemand schreibt, hey, du hast mich inspiriert, so eine Reise auch zu machen. Und ja, wegen dir fahren wir jetzt da und dahin. Und das ist halt immer richtig geil. Dann merke ich, dass meine Videos halt wirklich einen richtigen Mehrwert haben. Ja, vielleicht manchen Leuten helfen, ein besseres Leben zu finden, ne? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen deep, aber maybe ist es ja so. Selbst wenn es nur ein Mensch ist, der sich mein Video angeguckt hat und dachte, Alter, der Typ, der macht ja übelst die krasse Scheiße, das muss ich auch machen, ich muss auch was ändern. Und dann macht er was und dann geht es ihm viel besser, selbst wenn es nur für einen Tag ist, scheißegal. Dann, allein dann hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Das freut mich immer sehr. So, es wird ganz schön zapfig, kalt und windig hier oben. Ich werde jetzt mal ein bisschen weiter runtergehen, da Mittagspause machen und dann die restlichen Fragen beantworten. Da sind wir gleich beim Thema, Leute. Lindauer Löwe fragt, bestes Bier auf der Reise. Bestes Bier all time, auf jeden Fall Augustiner. Aber das war ja so gesehen nicht auf der Reise. Wenn man jetzt mal aus dem Alpenraum rausgeht, dann würde ich sagen, Ichnusa, das sardinische Bier. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Ich blende es hier ein. Das war richtig, richtig stabiles Bier. Das habe ich sehr gerne getrunken. Auch geiles Design von der Flasche. Und ansonsten jetzt in Spanien, Estrella Galicia, finde ich auch sehr, sehr lecker. Ansonsten super Bock, kann man auch gut trinken. Peroni, das italienische, ist auch okay. Ah ja, das sind so meine Favorite Biere. Jakey, Dama, meine Gute. Sie fragt, oh, mir fällt noch... Ich habe schon wieder sie fragt gesagt. Sie fragt, oh, mir fällt noch was ein. Wie waren die Grenzübergänge, Kontrollen, Schwierigkeiten oder einfach zack durchgefahren? Bisher jede Grenze zack durchgefahren, außer die Schweizer Grenze. Da musste ich tatsächlich alle meine Taschen auspacken. Ich weiß nicht warum, komplett übertrieben, aber ja, da war ich eine Weile lang beschäftigt. Aber ansonsten bin ich überall einfach durchgefahren. Ja, meistens fahre ich aber auch jetzt nicht über den Grenzübergang, wo alle Autos drüber fahren und wo verstärkt kontrolliert wird, sondern ja, einfach da, wo der Fahrradweg halt längs geht oder über eine einsame Straße, so wie ich halt sonst auch überall rumfahre. Und da ist es meistens eh kein Problem. So, das war's mit diesem Teil 1 von diesem Q&A. Wie geil, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Vielen Dank. Ich danke euch für den kranken Support wie immer. Und nicht traurig sein, wenn deine Frage jetzt noch nicht dabei war. Dann kommt diese zu 100% im nächsten Video, im Teil 2. Da kommt dann der Rest der Fragen. Da geht's dann unter anderem um ja, mein schlimmstes Erlebnis
mein bestes Erlebnis, wie ich mich motiviere. Das Thema mit der Musik und so weiter und so fort. Finanzen werden auch kurz angesprochen. Kurz oder lang. Es wird auch wieder ein sehr langes Video. Ich wünsche euch was, Leute. Kuss geht raus. Ciao, ciao.